Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen Update heute Abend. Ich dachte mir, ich hau noch mal ein kurzes Update für euch raus, denn es sind ja wirklich sehr, sehr interessante Sachen auf dem Bitcoin-Chart passiert. Wir schauen uns kurz noch Ethereum an, denn dort befinden wir uns ebenfalls in einer extrem wichtigen Zone momentan. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir hier unbedingt ein kostenloses Like da. Lasst mir auch ein kostenloses Abonnement da, damit ihr hier keine weiteren Updates verpasst. Und aktiviert hier die Glocke, damit ihr natürlich jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn ich auch solche kurzen Updates mal spontan zwischendurch raushaue. So, wir starten jetzt direkt, ohne viel zu reden, mit dem Bitcoin-Chart auf dem einstündigen Chart hier. Hier hatte ich euch ja schon gestern auf Twitter hier nochmal geupdatet, dass wir hier ein Bart-Simpson-Pattern hier geformt haben. Nebenbei, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen. Link dazu findet ihr hier in der Videobeschreibung. Dort halte ich euch auch ebenfalls immer auf dem Laufenden. Und hier haben wir ja, wie gesagt, erstmal dieses Bart-Simpson-Pattern geformt. Und aktuell formen wir hier eine Bear Flag. Denn wenn wir uns das hier genauer anschauen, sehen wir, dass wir hier eine Bear Flag formen, die uns natürlich jetzt Schwierigkeiten bereiten kann. Denn wenn wir uns das Preisziel hier einmal anschauen und dafür nehmen wir hier ein positives Preisziel, also nicht so dramatisch, dann sehen wir, dass das Preisziel sich in etwa bei ca. 28.100 US-Dollar befinden würde, also das technische Preisziel. Allerdings schauen wir uns das natürlich nochmal auf den größeren Timeframes an. Also hier jetzt das bearische Szenario wäre, dass wir hier aus dieser Bear Flag nach unten hin ausbrechen, denn wir sind mit einem Downtrend runtergekommen, haben hier diese Bear Flag und könnten theoretisch hier nach unten hin ausbrechen. Das wäre halt in diesem Fall das bearische Szenario, aber ich möchte dieses Video auch nicht so in die Länge ziehen. Wir schauen uns noch kurz den vierstündigen Chart an. Dort sind wir wieder mal hier in unserer Range hier, die wir hier hatten, denn wir hatten hier unsere sehr, sehr wichtige Widerstandszone beim Bitcoin, die wir ja zuvor in den Videos mehrmals besprochen haben. Wir sehen hier extremen Widerstand immer wieder gehabt. Dann haben wir es geschafft, kurz diesen Widerstand nach oben zu durchbrechen und anzutesten als Support. Hatten dann hier diesen Pump nach oben, haben dann dieses Bart-Simpson-Pattern hier geformt auf dem einstündigen Chart. Daraufhin Breakdown runter und jetzt sehen wir wieder extremer Widerstand hier bei dem zuvorigen Widerstand. Das wundert mich jetzt natürlich nicht, nachdem wir hier diese Zone nach unten durchbrechen haben, dass wir dort jetzt wieder Widerstand sehen. Wie gesagt, das bearische Szenario wäre jetzt, dass wir hier nochmal runterkommen und diese 28.000 US-Dollar Zone antesten. Das wäre natürlich auch in dem Fall, wir haben ja hier schon auf dem einstündigen Chart unsere kleine Bear Flag und wenn wir ausbrechen sollten aus dieser Bear Flag, gehe ich natürlich persönlich davon aus, dass wir hier in diese Zone nochmal reinfallen, denn dort haben wir nochmal, wenn wir uns das genauer anschauen, hier nochmal extremen Support zu erwarten beim Bitcoin. Also hier diese 28.800 bis 28.500 US-Dollar Zone wird nochmal sehr, sehr interessant, falls wir hier einen Breakout runtergehen könnten. Das wäre dann, wenn wir natürlich hier auf diesen Punkt kommen, nochmal ein sehr schöner Einstiegspunkt für eine wohl mögliche kurze Long-Position, um diese Position hier nochmal bis hier oben mitzunehmen, denn wenn wir uns das genauer anschauen, wie gesagt, befinden wir uns durchgängig in dieser Range hier großartig, also zwischen dieser Zone bei 30.300 bis ca. 30.700 und 28.800 bis 28.500 US-Dollar. Also in dieser Range grob befinden wir uns momentan und laufen eher seitlich. Was hat das damit zu tun, dass wir momentan eher seitlich laufen? Das hat natürlich erstmal im Moment viel Aussagekraft aufgrund dessen, dass wir hier eine Akkumulationszone beim Bitcoin sehen. Wir sind ja hier erstmal auch auf dem Daily Chart aus unserem Falling Wedge nach oben hin ausgebrochen, haben dann unser technisches Preisziel erreicht. Die Bullen hatten dann, wie gesagt, kein weiteres Preisziel mehr, sind daraufhin dann jetzt runter korrigiert. Interessant wird es, wenn wir hier nochmal unsere Bollinger Bands hier auf dem Daily Chart aktivieren, denn wir sehen hier, einen Moment, dafür gehen wir einmal in das Preset, damit wir das auch besser sehen können. So, Hintergrund weg. So, und zwar sehen wir hier nochmal etwas sehr, sehr Spannendes, wenn wir hier nochmal auf unsere Bollinger Bands gehen. So, nehmen wir das mal alles weg.
Wir sehen hier, dass die Bollinger Bands sich jetzt hier zusammenziehen. Das heißt, wir sehen einen Squeeze von den Bollinger Bands. Und für alle diejenigen, die mich schon länger verfolgen, ihr wisst, jedes Mal, wenn wir einen Squeeze von den Bollinger Bands hatten, daraufhin folgte in der Regel beim Bitcoin immer ein volatiler Move. Und das Ganze passiert hier jetzt auch. Wir sehen, dass die Bollinger Bands sich an dieser Zone hier zusammenziehen. Und daraufhin könnte jetzt natürlich beim Bitcoin ein größerer Move folgen. Es bleibt, wie gesagt, sehr, sehr interessant weiterhin. Und wenn wir uns das auch Ganze nochmal anschauen, ich hatte euch ja gesagt, wenn wir laufen seitwärts beim Bitcoin, und das deutet darauf hin, dass wir eine Akkumulationsphase haben, und das sehen wir hier auch bei einem kanadischen Bitcoin-ETF, der momentan sehr, sehr stark hier akkumuliert. Ich hatte euch das hier auf Twitter nochmal gepostet, vor 8 Stunden war das. Wir sehen, dass in den letzten 6 Wochen hier insgesamt 13.000 Bitcoins akkumuliert wurden von diesem kanadischen Bitcoin-ETF. Also wir sehen, die großen Institutionen hier akkumulieren weiterhin Bitcoin. Switchen wir kurz auf Ethereum. Ethereum sitzt hier momentan an dem wichtigsten Support, den er, glaube ich, so hat, momentan bei 1.800 US-Dollar. Denn wir sehen hier auf dem Daily Chart einen extremen Support auf dem Bitcoin, auf dem Ethereum jetzt gerade sitzt. Und hier könnten wir natürlich einen Move nach oben sehen, denn diesen Support haben wir hier schon 3-mal angetestet, und jetzt testen wir diesen Support jetzt ebenfalls weiterhin an. Was ich jetzt erwarten könnte, wäre, dass wir hier nochmal einen Pump sehen, nachdem wir diesen Support erfolgreich angetestet haben, oder es passiert genau so, wie wir es hier in der Vergangenheit hatten. Wir formen ein kleines W-Pattern und sehen dann den Breakout, das heißt, wir sehen hier so ein W-Pattern und könnten dann hier nach der Bodenbildung dann hier nach oben hin ausbrechen. Also hier müssen wir noch abwarten, bis wir hier bei Ethereum eine Bodenbildung sehen. Also eine Bodenbildung in der Art wie zum Beispiel einem W-Pattern, wie an dieser Stelle. So könnte ich mir vorstellen, dass wir hier bei Ethereum einen Boden formen könnten mit einem W-Pattern und dann den Breakout nach oben hin schaffen. Also das wäre das Szenario, was ich mir hier natürlich wünschen würde. Sollten wir hier natürlich unter die 1.800 US-Dollar fallen, dann könnten wir hier nochmal eine heftige Korrektur bei Ethereum weiterhin sehen. Und schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir hier diesen Support halten werden und hier einen schönen Boden formen, oder ob wir einen Breakout hier noch weiterhin nach unten sehen und weiter noch mit Ethereum korrigieren. So, das war es auch schon mit dem heutigen Video. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir hier unbedingt ein Like da, abonniert diesen Channel und aktiviert hier die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Link zu meinen Social Media Kanälen findet ihr hier in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Update.